Heute Nacht ist der perfekte Start einer Hammer-Weltraummission gelungen. BP Colombo klingt irgendwie nach Kinderprogramm, ist es aber nicht. Es geht um die Erforschung des sonnennächsten Planeten und das ist eine riesige Herausforderung, denn eigentlich kann man gar nicht zum Merkur fliegen. Die Sonne zieht jeden Flugkörper stärker an als der Merkur. Doch mit einem Trick soll es gelingen. Wie das funktioniert, jetzt in Klick zum Science and Fiction. Hier gibt es täglich spannende Wissenschaftsvideos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Wir hatten hier ja schon mal drüber berichtet, uns entgeht halt nichts. Jetzt noch mit mehr Infos und dem aktuellen Geschehen von gestern. Merkur ist mit einem Durchmesser von knapp 4900 Kilometern nur ein bisschen größer als der Erdmond und damit der kleinste Planet des Sonnensystems. Dementsprechend gering ist auch seine Gravitation, was zu Problemen führt. Dazu gleich. Er ist der sonnennächste Planet und durch die europäisch-japanische Mission BP Colombo will man nicht nur Erkenntnisse zur Entstehung des gesamten Sonnensystems bekommen, sondern zu den erdähnlichen terrestrischen Planeten überhaupt. Doch das Ganze gestaltet sich gar nicht so einfach, denn es gibt noch eine Herausforderung. In der Merkur-Umlaufbahn ist die Sonneneinstrahlung, Achtung, 10-mal höher als auf der Erde und das müssen Instrumente und Satelliten auch erst einmal überstehen. Bis zu 450 Grad heiß wird es auf der Merkur-Oberfläche und eine weitere Herausforderung stellt die Anreise dar, denn der Merkur ist im Gegenteil zum Mars oder zur Venus nur durch ein langwieriges Abbremsmanöver erreichbar. Konkret wird die Sonde die Gravitationskraft von Merkur, Venus und Erde nutzen, um durch 9 Manöver den Absturz ins Sonnensysteminnere abzubremsen. Immer wieder muss die Sonde an Erde, Venus und schließlich mehrmals am Merkur vorbeifliegen, um abgebremst zu werden und auf seine Umlaufbahn einschwenken zu können. 7 Jahre lang dauert deswegen der Anflug. Die BP Colombo besteht aus 2 Satelliten, zum einen aus dem japanischen Mercury Magnetospheric Orbiter MMO und zum zweiten aus dem europäischen Mercury Planetary Orbiter MPO. Beide werden auf unterschiedlichen Umlaufbahnen unterwegs sein, um den Merkur zu erforschen. Die japanische Sonde wird sich vor allem sein Magnetfeld vornehmen und auch dessen Wechselwirkung mit dem Sonnenwind untersuchen. Die europäische Sonde soll dagegen auf einer niedrigeren Umlaufbahn unterwegs sein und die innere Zusammensetzung des Planeten erforschen. Konkret sollen unter anderem die folgenden Fragen beantwortet werden. Ist der Kern des Merkur fest oder flüssig? Ist der Planet tektonisch aktiv? Also gibt es da mehrere Kontinentalplatten wie bei uns? Und wie sind die Krater an den Polen beschaffen, die permanent im Dunkeln liegen? Dort könnte es nämlich gefrorenes Eis geben und damit selbst dort im Umfeld die Chance auf Leben. Gestern ist die Mission mit einer Ariane 5 Rakete vom Weltraumbahnhof Kourou gestartet und hat ein erstes Signal zur Erde geschickt, alles im grünen Bereich. Erste Ergebnisse gibt es aber erst ab 2025. Wir sind gespannt. Wenn ihr dazu und zu allen anderen Themen kein Video verpassen wollt, dann addet meine Handynummer auf WhatsApp, dann werdet ihr immer informiert, wenn ein Video online geht und zwar als erstes. Dafür einfach hier klicken und ein kleines Geschenk habe ich auch noch zur Begrüßung und darunter geht es weiter mit, dafür auch draufklicken, noch mehr super spannende Missionen. Die spektakulärste Weltraummission heißt das Video. Bis dann. Bleibt dran.